Zum Einbau des Schaltseil Easy Sets werden folgende Teile und Werkzeuge benötigt: ein TX20 Schlüssel, das Schaltseil Easy Set Artikel Nummer 8573, ein Seitenschneider, etwas Fett, ein 10er Gabelschlüssel, ein 15er Gabelschlüssel und eine 8er Nuss. Verschlissene Schaltseile lassen sich leicht feststellen. Während das Intakte noch eine Schaltung auslöst, bewirkt das Kaputte hingegen nichts mehr. Öffnen der Kabelbinder und eine Sichtkontrolle offerieren das verschlissene Seil. Das Schaltseil ist ein Verschleißteil und sollte alle 8 bis 10.000 Kilometer gewechselt werden. Entfernen Sie zuerst die Achsplattenschrauben mitsamt Ihrer Platte, gegebenenfalls mit einem Werkzeug gegenhalten. Durch leichtes Anheben der Zugführung können Sie das Schaltseil herausnehmen. Mit einem 8er Schlüssel synchronisieren Sie die Nabe. Zuerst drehen Sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn bis zum Endanschlag und drehen dann im Uhrzeigersinn 6 Rastungen zurück in Gang 8. Nun kann der Einbau des Easy-Schaltseilsets erfolgen. Achten Sie auf die gleiche Länge der Schaltseile und auf den korrekten Einbau der Seilrolle. Die Vorderseite ist glatt bzw. gerade und die Rückseite unterscheidet sich durch eine Eindrehung. Ebenfalls wichtig ist die Richtung der Nut. Sie zeigt auf Position 9 bis 10 Uhr. Nun können die Faltenbälge mit Zugführung zurückgezogen und der Kabelbinder geöffnet werden. Setzen Sie die Zugführung in die Vertiefung ein. Das lange Ende zeigt dabei nach oben. Die Zwischenräume werden anschließend mit etwas Fett gefüllt. Jetzt die Achsplatte wieder, wie vor der Demontage, in der richtigen Position aufsetzen und die Schrauben über Kreuz festziehen. Prüfen Sie den korrekten Schaltlauf über alle 13 Rastungen, indem Sie an beiden Zügen ziehen. Zum Einbau des Hinterrads in den Rahmen legen Sie die Achsplatte in den Achsschlitz ein und schließen den Schnellspanner bzw. die Achsbefestigung. Mit dem Verbinden beider Zugseile durch die Bajonette, diese stets an den Schrauben anfassen, ist die Montage beendet. Die Spannung der Schaltzüge kann einzeln an den Einstellschrauben justiert werden. Sie ist so einzustellen, dass am Schaltgriff ca. 3 bis 5 mm Spiel verbleibt bzw. ein halber Gang spürbar ist. So erhält man in der Fahrpraxis eine gut definierte Rastung aller Gänge. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.rohloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.